Iron Man. Ja, aber dann malst du einen besseren Iron Man. Kann er ist einfach nur rot und gelb. Okay. Ja, der ist rot. Ah, dieser und Bär war ist und wirklich Psychopath, hat in der Mitte, ey. Von seinen Brüsten hat er ein rundes Ding, aber ja. Der hat halt auch eine Rüstung gehabt, wo. Da ist ein dreieckiges Ding drin, nicht? Ja, ja. Da ist ein dreieckiges. Ja, alles klar. Wo war noch niemals ein dreieckiges Ding drin beim Iron Man? Ich hätte noch eine Idee. So, jetzt hab die ID. Ich spiele das Spiel Peppa Pig auch, deswegen wusste ich, dass das damit gemeint war. Mucki spielt aber gar keinen Peppa Pig. Wo hast du gesagt, kommt der als Killer drin vor? Roblox. Roblox. Ach so, doch, dann spielt ihr dasselbe Spiel bei Roblox, ja. Nee, ich spiele das nicht. Ich habe das bei Urs gesehen. Ach, bei Urs hast du das gesehen? Der spielt das immer. Hast du auch einen Film im Kopf? Urs und Bilder. Roblox, genau. Hä? Was? Wo guckst du hin? Fahre ich mir auch gerade. Nee. Ist besser, wenn ihr das nicht seht. Okay. Oh, Among Us ist hier. Hä? Hm? Among Us 2. Ach so. Wohlgemerkt. 2? Ja. Die Werbung kann ich noch nicht. Und davon kommt Katzen. Nee. Nee. Hast du was? Puh, das wird schwierig jetzt. Ah, nee, hatten die nicht. Verkehrt. Nee? Was siehst du denn da? Nicht schon wieder, hatten wir noch bei was, oder nicht? Ach, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich hoffe, ich mache das richtig. Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Wie soll man das? Ich habe das manchmal anders im Kopf. Denk, das kann ich malen, aber dann. Nein, so nicht. Ups. So rot. Das kannst du ja lassen. Das ist okay. Nee. Doch. Genau. Huh. Egal. Chantal, ich glaube, das wirst du erkennen. Ich hoffe, du bekommst das Bild von mir. Ich hoffe es. Bitte hoffe, ich hoffe es so sehr. Ich hoffe, man erkennt. Oder ich, dass ich das zumindest ordentlich dahin mache, wo es auch hingehört. Also erkennen tut man es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ich habe zumindest herausgefunden, mit den dünneren Streifen kann ich besser zeichnen. Ja. Platz verschwunden. So Feinheiten sind da echt gut. Man erkennt es doch besser. Hallo. Du das Bild doch nicht bekommst. Wir lassen uns überraschen. Ich musste ihn einfach zeichnen. Tut mir leid. Ich kann es mir dann denken, okay. Wieso muss man sich dafür entschuldigen?
Scheiße. Schaffst du noch gleich. Oh! Ja. Fuck. Also, Gott. Die Ausfülltaste. Die hätte jetzt alles kaputt gemacht, wenn ich jetzt nicht mehr auf rückgängig klicken hätte können. Was auch Musik. Ausgemalt. Oh. Oh, cool. Was ist das? Süß. Das hat eventuell wieder Peggy gemacht. Nee, das hat Peggy nicht gemalt, das Ding da. Nee, aber das, was ich habe, hat Peggy gemalt. Das hört sich mal an, als ob jemand vor meiner Tür steht und daran rüttelt. Vielleicht hast du einen Killer irgendwie. Monokuma. Am schlimmsten ist es, wenn das nachts ist. Ist das der Wind bei dir, der dann da irgendwie? Krass. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Och Gott, ist das süß. Ich hab den Schreibfeder. Nein, bitte, kein Schreibfeder. Nein, dann zerstörst du das Bild. Ja, guck mal. Oh Gott. Wir müssen noch fünf Dinger machen. Okay. Aber weißt du, wer das ist, ne? Da, 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 da. Ne? Okay. Ich hat man auch, glaube ich, schon mal gesehen. Nur nebenbei mal. Kika kommt das. Sorry, ich weiß nicht das Original, aber erkennbar. Ich weiß, was Martina gerade da hat. Aber ich könnte diesen Anime auch wieder schauen. Ja, wenn es nach Mucki geht, kann ich den jeden Tag anmachen. Was? Nein. Den Anime, den Martina gerade bekomme. Achso. Ja. Ich würde mich dazu gesellen. Sie hat es auch direkt erkannt. Fett Popcorn und dann. Einfach mal nur Anime schauen. So, ich hoffe. Aber ich denke schon, das müsste jeder erkennen. Und noch so viel Zeit. Scheiße, was mache ich mit dieser Zeit? Kann nichts mehr dazu ergänzen. Ich will nur mein Bild verbessern. Den guten. Genau, ich erwarte gleich ganz, ganz süße Versionen davon. Dich nicht wie sonst malen. Ah. Ich hoffe, ich darf den auch malen und muss nicht schreiben. Ich hoffe, ich male es richtig so, wenn nicht. Weiß ich auch noch. Gib mein Bestes. Bis jetzt sieht das Bild noch so trostlos aus. Tatsächlich erwische ich mal Filme, wo ich weiß, wie man was zeichnet. Cool. Cool. So nach 2 Stunden. Ja, irgendwann kommt auch mal die Zeit. Mensch! Ich will doch nicht das ganze Bild cool haben. Nein. Ich? Nein. Nicht irgendwie. Das Farbklecks will nicht. Och nö. Ich hoffe, das erkennen. Das zerstört irgendwie alles. Aber nicht das Bier gleich über meine Perücke schütten, ne? Ruhig, die in letzter Zeit gar nicht mehr angehabt haben.
Ich hab die Zöpfe diesmal so gut hingekriegt. Bisschen getrennt von dem Farm hier. Endlich! Nein, ach, doch nicht. So. Bevor ich da noch irgendwas hinkritzel. Noch drei Leute müssen fertig werden. Ich bin an der Arbeit. Bin dabei. Och Mann. Dieses Ausführdings ist ganz schön böse zu mir. Aber meine Perücken werden alle nicht artgerecht gehalten. Nicht gehalten? Das ist keine artgerechte Haltung. Ja, ich habe Gott sei Dank, vorher habe ich es auch nicht so wirklich. Ja, ich habe eine Vase gehabt, einen Fußball und habe darüber die Perücke gemacht. Dann habe ich aber, weil meine Mutter ja an Krebs erkrankt ist und das nicht mehr brauchte, habe ich so einen Perückenständer gekriegt. Jetzt ist sie tatsächlich artgerecht. No. Ich muss noch einige zahlen. 6, 7, 8 Perücken bei mir. Meine letzte ist jetzt weitergekommen. In Blau. Aha. Weil ich mir so dachte, warum nicht? Ja. Meine Perücken liegen alle in einem Fach in meinem Kleiderschrank lose ineinander. Ineinander, okay, ja. Ansonsten spricht ja nichts dagegen, dass man sie irgendwie in so einem Pappkarton aufhebt oder so. Richtig, sie sind halt nur alle ineinander und verknoten sich dann auch alle ineinander. Shit. Was? Also magst du wahrscheinlich Cosplay oder warum hast du so viele Perücken? Eigentlich nur so, wenn ich mich denn extrem unzufrieden fühle, ist das so. Ach. Du setzt eine Perücke auf, dann geht's dir besser, dann gehst du ein bisschen raus, ein bisschen einkaufen. Ja. Das hält manchmal ganz gut. Und hast du irgendwie eine bestimmte Internetseite, wo du Perücken empfehlen kannst? Ich habe nur Amazon. Ah, okay, da habe ich meine auch, ja. Ich wollte immer mal lilane Haare haben, aber ich traue mich verdammt nochmal nicht, die halt zu blondieren und dann lila drüber zu machen. Deswegen Perücken. Ich hatte zuletzt, bevor ich meine Haare wieder rauskomme. Oh Gott, ich kenne guck denn diese Scheißserie da? Aber durch das Blondieren haben meine Haare irgendwann gesagt, so, ja, genau, deswegen. Deswegen bin ich wieder auch braun. Ich auch nicht. Mir ist traurig. Ich weiß nicht, wie ich das mal. Habe ich echt Angst, dass mir dann die Haare kaputt gehen und so. Bei mir war es leider der Fall. Meine Haare sind auch ausgefallen und jetzt bleibe ich bei Natur. Ach du Scheiße, ja. Nee, dann bleibe ich auch dabei. Ja. Deswegen, bei mir sind Perücken am Start. Ich habe rot, ich habe schwarz, ich habe blaue Perücken. Lila habe ich noch. Also farbentechnisch habe ich ein bisschen was. Cool. Statt Helm gibt es Perücken. Ist einfacher. Ja. Ich weiß nicht, jedes Mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, man erkennt die guten drei. Yeah. Oh, Scheiße. Ich kenne diesen Titel nicht mal. Ja, ich habe hier auch einen Titel, der nicht erkannt wurde und improvisiert. Scheinbar. Was für ein Titel. Also wenn es dein Titel ist, Martina. Was denn? Und das, was du gemalt hast. Und mit ich habe nichts gemalt drin. Dein Anfangsbild. Ach so. Und dann mein Schreibfehler dazu. Oh Gott. Das wird keiner erkennen. Und mein schönes Bild. Hab mir Mühe gegeben. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Serie. Ja. Ich will endlich Stranger Things weiter gucken. Kleinere Striche, Punkte. Diese Buchstaben machen wir los. Das geht auch. Es tut mir schon mal ganz doll leid, ich habe keine Ahnung, was der Titel ist. Ich versuche hier gerade irgendwas zu zeichnen. Das ist gut. Ja, schön gut. Dunkel, dann ist es noch gruseliger. Ja. Ah, Mucki, ich hab's gefunden, wie die da diesen, diese Verschleierung gemacht haben letztes Mal. Da gibt's so einen Regler neben dem Button fertig. Ja, das hat der Mucki schon gesehen. Da holt er den Nebelwachen. Ja, das mache ich nämlich gerade auch.
Hat aber dann erst in der nächsten Runde. Ich hoffe, man erkennt den Troll. Oh, hier fehlt auch noch. Sehr schön. Das ist gut. Das ist ein Mantis. Ja, super. Geil, das gefällt mir jetzt, diese Funktion. Reicht. Du brauchst nicht noch mal draus machen. Ich habe mein Bestes gegeben. Denke ich mir auch gerade. Martina, das denke ich mir. Wer die Serie guckt, der wird erschossen. Was? Guido schimpft schon über irgendeine Serie, die gerade noch hier gut befunden wurde. Wo? Nein, das kann nicht sein, dass sie für gut befunden wird. Ich habe die, glaube ich, noch nicht bekommen. Ich kann hast nichts dazu sagen. Hast du denn bei deinem Bild, wo du den Nebel machst? Ach so, dann weiß ich, glaube ich, welche Serie du meinst. Ja, nee, die ist scheiße. Läuft auf RTL. Homo. Was ist 1+1? Fast ein Unfall geworden. Ja, top, das ist 1+1. Oh nee, bloß kein Unfall. Niemand meldet sich. Mach dich 1+1! Was hast du denn jetzt? Guck mal, Daumen. Blitzfinger! Blitzfinger und krummer Daumen. Einen krummen Daumen hat er jetzt auch, nicht nur einen Zeigefinger. Ja, so hier. So. Ja, den habe ich ja auch. Nee, den Daumen, der sich kein so. Mensch, der hat sowas. Ja, so biegen halt kann. Ach du Scheiße. Oh! Was ist das? Schreiben. Kannst du auch selber schreiben. Das dauert nicht so lange. Brauchst du nicht, deine passt zu meinem Fenster. Nicht zeichnen. Weglassen. Nein, ist verkehrt. Okay. Ja, nein! So, nein, das war richtig. So, nein, nein, so, nein! Aber das ist mit den Schreibfehlern, Shani. Es tut mir leid. So. Die Runden, wo ich jetzt relativ viel zeichne. Nein, das soll man nicht sagen. Ja, aber man kann ja irgendwas schreiben mit einem N. Das kann ich das nicht. Ah ja, genau, das war ein schöner Film. Wie hieß der noch? Irgendwas mit Blutdiamanten oder so. Ah, ich darf malen, ja! Oh Gott, was? Gott, ich kenn den Film nicht. Oh mein Gott, ich das mal, ja. Hä? Das, aber... Keine Frage. Vor allem das andere. Oh Mann. Sehr anime-lastig irgendwie die Folge. die Runde. Ja, wir haben das Glück, dass wir alle Animes gucken, die hier weißt sitzen. Du? Das Ding da, was du da schwarz gemalt hast, sieht ja so. Das ist ja ein. Ist ja kein Elefant. Ja, aber. Ja, gut. An der Form. Hast du welche nicht? Noch, aber man doch. Erkennt es. Wann hast du Ice Edge noch nie gesehen? Oh. Ich hab mir letztes Mal noch das Buch gefunden. Das Sticker gefunden. Was das jetzt gemalt hat, ist. Okay, dann mach ich alles weg. Ja, das muss ich nicht machen. Lass das Kind doch malen, wie es will. Das passt. So. Kann man so machen. Ich bin hier der Maler. Genau, du musst nur die Filmtitel erfinden. Ja.
gute Tipps gegeben und jetzt nervt er mich nur noch. Nee. Was hat ein Mammut für Zähne? Verdeckt mir jetzt nicht den Spaß hier dran. Ich hatte vorher auch immer nicht Spaß dran. Und jetzt habe ich einmal Spaß. Ja, aber sonst bist du immer am Rumschreien, ich komme nicht fertig mit Schreiben. Und jetzt bist du Papa am Abmeckern da, dass der irgendwelche Tipps gibt. Ja, aber der nervt halt jetzt. Was nerv ich denn da? Vorher hat es mich nie genervt. Ja. Für mich ist das nicht das, was es sein soll. Oh Gott. So wie ihre andere auch so sehen. Oh Gott. Das lässt es drauf ankommen. Vielleicht bist du ja im Unrecht. Manchmal erkennt man ja doch wieder. Edward mit den Scherenhänden, gerade bestes Beispiel. Oder der Totoro. Ja, dann wurde aber trotzdem wieder Dingens draus. So, lasse ich es, glaube ich. Eh nicht mehr viel Zeit. Oh, noch eins. Ich weiß gar nicht mehr, wie er aussieht. Die kann man auch noch schlecht malen. Das komische Viech, was so malen ist. Und den hatte ich tatsächlich auch auf der Liste als Film. Boah, diese hochdramatische Musik jetzt. Ja, ich habe Musik halt laufen. Dann ist das Malen ein bisschen angenehmer. Es flutscht so von der Hand. So. Das ist sein Bild. Ist doch eine Eisscholle. Och. Ach, der schon wieder, der ist ja süß gemalt. Der existiert ja zweimal hier. Auch nicht. Ja. Ich hab keine Ahnung. Sieht aber sehr brutal aus. Ja. Keine Ahnung. Ich kann das nicht sagen, was das jetzt sein soll. Was hat der da zu suchen? Laura tötet einen süßen Kuschelbär. Oh, Martina. Was? Was denkst du, was das wohl ist? Ich hab doch einfach irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Die Laura, hast du den etwa mein Bild tötet? Hast du etwa mein Bild bekommen? Nein. Die Beschreibung mit von einem süßen Kuschelbär getötet worden. Ach Gott, nein. Ja. Wird nichts. Das wird nix. Sonst nicht. Ich hoffe, das soll das darstellen, was es ist. Wenn nicht, weiß ich auch noch nicht weiter. So, bin ich mal wieder gespannt. Ja. Spannend, Leute. Oh, fängt an. Das hat sie gemalt. Hä? Mandalorian. Achso, nein. Ritter der Kokosnuss. Ja, natürlich ist das Ritter der Kokosnuss. Das kam hier nie an. Oh. Ritter Rost. Nein. Ritter Rost, siehst du, das kam da. Ritter Rost? Von da aus? Okay. Ja, die hat Ritter Rost gemalt. Ich wusste nicht, wie der aussieht, Papa. Lancelot. Lancelot. Ja, ja, da sind wir schon wieder auf dem richtigen Weg zu Ritter der Kokosnuss. Hat damit nichts anfangen? Ja! Bitte nochmal die große Wendung, Peggy. Peggy, komm, komm, komm. Robot. Nein. Robot? Okay. Mit Laserschwerten. Das ist wahrscheinlich Robot. Der das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Der Roboter, der nicht lesen kann. Schauspielerin gleich Laura. Lächeln ins Gesicht. Was? Selina, komm du mir nochmal hier hin, ey. Ja. Können wir zocken.
Aha. Ach du Scheiße. Da ist er, der Killerbär. Dann ran, Ronpa. Das ist doch. Was? Danke an Ronpa. Ja, ja, jetzt schreibt Peter, sag ich ja. Die kennt ihn. Ja. Wer ist das? Ah. Die hat es erkannt. Porotetti ist zurück. Oh. Aha, eine richtig coole Serie, schreibt Magda, okay. Okay. Kann man nicht. Das ist gut. Mörder Mystery, die Bären sind los. Ah. Das ist eine coole Zeichnung. Mystery. Ah ja, deswegen, Laura schlachtet Bären ab, okay. Ah, ich habe keine Chucky die Mörderpuppe. Ja, oh, stimmt. Das gibt's auch noch. Aber das war mehr eine Isabel. Da sind sie, genau. Ich wusste, dass das von ihr kommt. Ice Age 1. 1. Oh, erster Teil. Ja. Geil. Oh ja. Gut der gemalt. Ist gut, ey. Krass. City ist der, glaube ich. Ne? Ice Age. That's it. Ah, das ist das mit dem grünen. Ice Age und eine grüne Person. Ja, das ist wahrscheinlich Sid. Ich wusste nicht mehr, wie Sid aussieht. Ich habe ihn einfach so komisch gemalt. Fox, Elefant, ein Küken und ein Mensch. Ein Küken und ein Mensch. Was für ein Mensch? Ja, genau. Ich hab's mir einfach gemacht. Batman. Ich hab nur das Logo gemalt. Ah, das hat auch. Mama, siehst du? Ja. Nee, das ist ein anderes, okay. Das hat man nicht. Das ist eine Biene. Keine Ahnung, Mann, aber das Zeichen erkennt man doch. Das ist doch Batman eindeutig. Punkt. Siehst du? Die hat's erkannt. Also es ist so eindeutig eine Biene da. Ja, dann ist halt Biene. Chloe, die gerade ihr Bienen-Miraculous haben will. Das war so. Batman. Das haben wir gehabt von Peggy. Ach, ist das Zeichen gelb normalerweise? Ja. Scheiße. Ja. Batman. 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 Der neue Wegmann. Nee, Batman. 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 Wie der das ausspricht. Der Batman. Betten zu verkaufen. Ach, da ist er. Ja. Der war zweimal, hat er die Runden gedreht. Ne? Totoro. Das sieht aus, wie als würde er ein Eis lutschen. Bum-Bum-Eis. Oh, ich liebe Bum-Bum-Eis. Totoro. Auch gut. Batman, Totoro. Tod, Arthro. Den habe ich ganz zum Schluss gekriegt. Mein Nachbar Totoro. Mein Nachbar Totoro. Du hast den ganzen. Was den ja, so heißt ja auch der Film. Ja, haben aber nicht alle geschrieben. Ach, da ist er wieder. No. Teil 2. Totoro, der im Regen tanzt. Aber weißt du, was ich gerade geil finde? Gerade eben musste ich schreiben und jetzt in dem Album musste ich ihn malen. Schön abwechseln. Totoro. 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 Bei mir auch so. Ich, zuerst muss ich ihn zeichnen und dann schreiben. Mein Nachbar Totoro. Da, schön ausgeschrieben. So macht man das. Wenn dann richtig. Ja. Mein Nachbar Totoro. Ja. Oh, ist wieder irgend so ein Insider, den ich nicht kenne. Sollte das sein? Der Lehrer, der dir immer eine A gibt. Der 2-Stunden-Film. Ach, das ist jetzt der Lehrer. Okay. Lauf. Der Lehrer. Da gibt's eine Serie, ne? Ja. Ja. Stimmt. Das kam nicht auf den Titel. Scheiße, ich habe was anderes draus gemacht.
Der Sinn des Lebens. Pretty Little Lies. Ja, das wollte ich sagen. Ja, das ist da auch in der Schule Sinn des Lebens. Die hat zwar jetzt kein Bett da aufgestellt. Der hat über Sex gesprochen. Ja. Tod oder Leben? Da wird gerade über Mathe und was auch nicht geredet. Also als Auflösung, Sophia hat geschrieben, das war Pretty Little Lies. Keine Ahnung, kenne ich trotzdem nicht. Pretty Little Lies? Kleine Lügen? Da ist er. Ah, das ist Nemo. Den findet hat, glaube ich, auch jeder erkannt. War. Findet Nemo. Den habe ich gehabt. Ach so. Findet Nemo. Hast du erkannt? Okay. Ja klar, habe ich den erkannt. Das ist so ein Clownsfisch. Das U-Boot. Oh, das wird etwas schwierig. Der hat keine Streifen mehr. Genau, das Boot. Goldfisch fällt ins Wasser. Findet Nemo. Ah ne, gerettet. Goldfisch namens Wander. Ja, genau, das ist Nemo. Das ist Nemo. Das würde ich auch wieder erkennen. Nemo. Ja, Nemo. Das heißt, findet Nemo. Nein. So, wie sieht's aus?